In dieser Vorlesung besprechen wir Koordinatensysteme des euklidischen Raums E3. Unter dem euklidischen Raum E3 verstehen wir die Gesamtheit aller Raumpunkte unseres Anschauungsraums. Dieser Raum ist erstmal kein Vektorraum, weil man etwa nicht auf sinnvolle Art und Weise definieren kann, was die Addition zweier Punkte P und Q bedeuten soll. Ebenso gut gibt es auch keine sinnvolle Skalarmultiplikation eines Punktes. Aber dieser Raum hängt sehr eng mit einem Vektorraum, nämlich dem Vektorraum der Translation, zusammen. Denn je zwei Punkte, P und Q, definieren eindeutig eine Translation U, die den Punkt P auf Q verschiebt. Man sagt, dass der euklidische Raum ein affiner Raum ist, weil es genau diese Zuordnung von je zwei Punkten und des Raums und einem Vektor gibt. Diesen Zusammenhang zwischen Punkten und Vektoren können wir jetzt auch etwas umkehren, indem wir sagen, wir nehmen einen Punkt P des Raums und eine Translation oder einen Vektor V, das soll dieses Pfeilchen sein. Dann erhalten wir aus dem Punkt P und der Translation V einen weiteren Punkt des Raums R, indem wir eben P durch V verschieben. Diesen Zusammenhang werden wir jetzt nutzen, um Koordinatensysteme zu definieren. Ein kartesisches Koordinatensystem ist bestimmt durch den Ursprung O des Raums. Das ist ein beliebig gewählter Punkt O, den wir aber natürlich festwählen müssen, und einer Orthonormalbasis B der Translation. Etwa diese drei orthogonalen Richtungen. Dann können wir einen weiteren Raumpunkt P, etwa diesen Punkt hier, eindeutig beschreiben durch den Translationsvektor, der den Ursprung auf P verschiebt. Diesen Vektor bezeichnen wir als den Ortsvektor RP. Dieser Vektor ist ein Translationsvektor und kann also bezüglich dieser Orthonormalbasis B in Komponenten dargestellt werden. Das seien hier die Komponenten x1, x2, x3. Diese Komponenten nennen wir dann die kartesischen Koordinaten x1, x2, x3 innerhalb dieses kartesischen Koordinatensystems des Punktes P. Diese kartesischen Koordinaten können wir jetzt etwa nutzen, um den Abstand d zwischen zwei Punkten P und Q zu bestimmen. Das seien die Punkte P und Q und der Abstand ist die Länge dieser Strecke d. In dem Koordinatensystem haben wir einen Ursprung, das sei dieser Punkt O. Dann ist das der Ortsvektor des Punktes P. Das ist der Ortsvektor des Punktes Q. Dargestellt in der festgewählten Orthonormalbasis haben wir dann Komponenten x1, x2, x3 für den Ortsvektor RP. Das sind gleichzeitig die kartesischen Koordinaten des Punktes P. Und den Ortsvektor RQ, der habe die Komponenten y1, y2, y3. Das sind also die Koordinaten des Punktes Q in unserem gewählten Koordinatensystem. Der Abstand d ist dann offenbar der Betrag des Vektors PQ, der Translation, die P auf Q verschiebt. Und wir wissen, den kann ich eben auch darstellen als die Differenz des Ortsvektors RQ und des Ortsvektors RP. PQ ist RQ minus RP. Die Länge davon ist der Betrag. Und der Betrag ergibt sich, indem wir die Komponenten quadrieren und addieren. Die Komponenten dieses Vektors sind offenbar yi minus xi und davon die Wurzel ziehen. Deswegen ist das die richtige Formel für den Abstand d zwischen den Punkten p und q, wenn wir die Koordinaten xi und yi gegeben haben. Das zweite Beispiel ist die Berechnung des Flächeninhalts eines Dreiecks, das durch Punkte P, Q, R des Raums gegeben ist. Das ist dieses Dreieck und die Fläche A wollen wir bestimmen.
Wir gehen wieder davon aus, dass wir ein kartesisches Koordinatensystem haben mit Ursprung O. Dann haben wir für jeden Punkt einen Ortsvektor, also die Ortsvektoren RP, RQ und RR. Und dann überlegen wir uns, dass die Fläche des Dreiecks die halbe Fläche eines Parallelogramms ist, das durch die Kantenvektoren PQ und PR aufgespannt wird. Deshalb ist die Fläche A gegeben durch das Kreuzprodukt der Vektoren PQ kreuz PR, davon der Betrag. Das ist die Fläche des Parallelogramms und die Hälfte davon ist die Fläche des Dreiecks. Dann können wir wieder diese Kantenvektoren PQ darstellen durch die Differenz der Ortsvektoren RQ minus RP und der Vektor PR ist die Differenz RR minus RP. Dann haben wir die Fläche dargestellt mittels der Ortsvektoren, die wir dann wieder in den mittels Komponenten ausrechnen können. Wenn etwa RP durch die Komponenten x1 bis x3 gegeben ist, RQ durch Komponenten oder Koordinaten y1 bis y3 und der letzte Punkt R habe dann die Koordinaten z1 bis z3, dann können wir diesen Ausdruck etwas expliziter hinschreiben. Der Betrag ist eines Vektors, den erhalten wir, indem wir die Komponenten quadrieren und addieren. Das ist die k-te-Komponente, das ist davon das Quadrat und wir summieren über k, läuft von 1 bis 3. Das wird aufsummiert und davon ziehen wir die Wurzel. Dann können wir die k-te-Komponente eines Kreuzprodukts bequem darstellen durch eine doppelte Summe und dem Levi-Civita-Symbol Epsilon IJK. K ist die Komponente, das ist der Index des ersten Vektors, J der Index des zweiten Vektors. Und dann haben wir hier eine explizite Formel stehen, mit der wir diese Fläche berechnen können. Wenn man sich auf eine Ebene des Raums beschränken kann, also die Ebene E2, steht für euklidische Ebene, dann kann man neben kartesischen Koordinaten oft auch Polarkoordinaten gut verwenden. So ein Polarkoordinatensystem ist gegeben durch einen Ursprung O und eine Richtung E0 in der Ebene. Ein anderer Punkt in der Ebene, hier der Punkt P, ist dann eindeutig beschrieben durch den Abstand zum Ursprung. Das ist der Radius und den Winkel Phi, den die Verbindungsstrecke Ursprung Punkt und die Richtung E0 einschließt. Das ist der Winkel Phi, den wählen wir zwischen 0 und 2 Pi. Wenn wir Polarkoordinaten R und Phi eines Punktes P haben, können wir seine kartesischen Koordinaten, Koordinaten x1 und x2 bezüglich desselben Ursprungs und einer Basis E1, E2, wobei E1 parallel zu E0 gewählt wird, bestimmen. X1 ist dann die Projektion dieser Strecke auf die Richtung E0 oder E1, also ist das R mal Cosinus Phi. Und X2 ist die Projektion dieser Strecke auf die Richtung E2 und das ist R mal Sinus Phi. Der Ortsvektor des Punktes P bezüglich O ist also gegeben durch diesen Vektor R Cosinus Phi, R Sinus Phi. In Polarkoordinaten ist es zweckmäßig, sogenannte lokale Orthonormalbasen zu verwenden. Das bedeutet, man wählt für einen gegebenen Punkt P eine bestimmte Basis. Und diese Basis hängt von dem gewählten Punkt ab. Diese lokale Orthonormalbasis ist so gewählt, dass eine Richtung, also ein Basisvektor, parallel zur Verbindungsstrecke OP zeigt. Das ist der sogenannte Richtungsvektor ER. Und der andere Vektor muss dazu orthogonal stehen. Und
Man macht es so, dass die Richtung ist ja noch nicht vorgegeben. Die Richtung soll so sein, wenn wir den Winkel Phi vergrößern, soll sich der Punkt in Richtung E Phi bewegen. Das definiert diese lokale Basis eindeutig. Wir wissen, dass der Ortsvektor dann parallel zu ER sein muss und er ist auf 1 normiert, also hat er die Komponenten Cosinus Phi, Sinus Phi bezüglich der Basis B, die wir gerade auch verwendet hatten. Das ist die Basis, bei der E1 parallel zu E0 ist und E2 senkrecht dazu. E Phi steht dann senkrecht zu ER und ist dann durch diese Komponenten gegeben. Somit haben wir auch die einfache Beziehung, dass der Ortsvektor gegeben ist durch den Radius multipliziert mit dem Richtungsvektor ER. Als Beispiel betrachten wir einen Massenpunkt, der sich in der Ebene bewegt, gemäß zeitabhängigen Polarkoordinaten. Diese seien gegeben durch einen Radius, der linear mit der Zeit anwächst, ausgehend von einem Wert R0 bei Zeit t gleich 0. Der Winkel hänge ebenfalls linear von der Zeit ab und Omega ist dann die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Um uns klarzumachen, wie sich jetzt dieser Massenpunkt mit diesen zeitabhängigen Polarkoordinaten wirklich in der Ebene bewegt, machen wir uns erst klar, dass dieser Richtungsvektor ER des Massenpunktes eben mit konstanter Winkelgeschwindigkeit auf diesem Einheitskreis rotiert, der Endpunkt dieses Vektors. Das ist klar, weil das ja ein Vektor ist, der mit der Richtung E0 gleich E1 den Winkel Phi einschließt und der Winkel Phi ist Omega t, nimmt also linear mit der Zeit zu. Der Massenpunkt besitzt einen zeitabhängigen Ortsvektor, der in die Richtung von ER von t zeigt, in Richtung des zeitabhängigen Vektors ER, aber eben multipliziert ist mit dem Betrag R0 plus V mal t. Wir nehmen der Einfachheit halber an, dass der Wert R0 gleich 1 ist. Das heißt, wir starten genau hier. Mit zunehmender Zeit nimmt dann aber der Betrag des Ortsvektors linear zu. Das heißt, der Massenpunkt bewegt sich dann auf einer Spirale, wie hier durch diese orangene Kurve angedeutet ist. Hier sind nochmal kartesische Koordinaten für die Ebene und Polarkoordinaten im Vergleich dargestellt. Ein Koordinatensystem kann man auch durch ein sogenanntes Koordinatennetz veranschaulichen. Das Netz wird gebildet durch Linien, die wir erhalten, wenn wir einmal die Koordinate x1 variieren und die Koordinate x2 festlassen. Oder wir bekommen eben diese vertikalen Linien, wenn wir die Koordinate x2 variieren und die Koordinate x1 festlassen. Wenn wir dann irgendwo einen Punkt haben, können wir dann die Koordinaten ablesen, die wir genau an diesem Gitterpunkt vorliegen haben. Bei Polarkoordinaten haben wir jetzt auch wieder ein Netz, was allerdings jetzt ein bisschen anders aussieht. Wir haben Linien, die radialen Linien erhalten wir, wenn wir den Winkel konstant lassen und nur den Radius ändern, etwa diese Linie oder diese Linie oder diese Linie. Umgekehrt, wenn wir den Radius konstant lassen und nur den Winkel verändern, dann bewegen wir uns entlang einer Kreisbahn, weil da eben der Radius konstant bleibt. An diesem Netz können wir auch ablesen, was diese lokale Basis bedeuten soll. Die verläuft eben immer tangential zu diesen Linien, ER tangential zu den radialen Linien und E Phi ist tangential zu diesen Kreislinien. Wir haben auch sozusagen eine lokale Basis für die kartesischen Koordinaten. Die geht auch immer parallel zu der x1-Richtung und parallel zur x2-Richtung. Da das aber unabhängig von diesen Punkten ist, das sind dieselben Richtungen, müssen wir hier nicht von einer lokalen Basis reden, sondern das ist die ganz normale Basis.
Das gerade kennengelernte Polarkoordinatensystem für die zweidimensionale Ebene können wir jetzt für den dreidimensionalen Raum erweitern, indem wir noch eine zusätzliche Koordinate einführen für die Höhe über dieser Ebene. Das ist die Koordinate Z. Dieses Zylinderkoordinatensystem ist dann gegeben durch einen Ursprung O, der liegt in einer Ebene E2, die ist senkrecht zur Achse EZ. In der Ebene benötigen wir noch die Richtung E0, bezüglich derer wir den Winkel messen. Ein Punkt P wird jetzt beschrieben durch Zylinderkoordinaten, die sich zusammensetzen durch den Radius, den wir jetzt mit Rho bezeichnen. Und dieser Radius ist sozusagen der Abstand der Projektion des Punktes auf die Ebene zum Ursprung. Diese Linie, die wir hier erhalten, also Ursprung verbunden mit der Projektion des Punktes P in die Ebene, bildet einen Winkel. Das ist die zweite Zylinderkoordinaten des Punktes P. Und zu guter Letzt müssen wir dann noch wissen, auf welcher Höhe dieser Punkt P über der Ebene liegt. Das ist die Koordinate Z. Das sind die Zylinderkoordinaten des Punktes P. Die Umrechnung von Zylinderkoordinaten in kartesische Koordinaten erfolgt so ähnlich wie die Umrechnung von Polarkoordinaten in ebene kartesische Koordinaten. Die Koordinaten in der Ebene E1, E2, also x1 und x2, sind wieder gegeben durch den Radius multipliziert mit Cosinus Phi bzw. multipliziert mit Sinus Phi, wobei wir jetzt den Radius mit dem griechischen Buchstaben Rho bezeichnen. Und die dritte Koordinate, also E3, soll parallel zu EZ liegen, ist dann dieselbe Koordinate Z. Deshalb ist der Ortsvektor R in Komponenten bezüglich dieser Basis B, E1, E2, E3, wobei E1 parallel zu E0 ist und E3 parallel zu EZ, gegeben durch diese Komponenten. Für die Zylinderkoordinaten haben wir auch wieder eine lokale Orthonormalbasis, die tatsächlich jetzt so ähnlich aussieht wie die lokale Orthonormalbasis für Polarkoordinaten in der Ebene. In der Ebene haben wir jetzt eρ, zeigt in diese Richtung, hier oben, und ephi senkrecht dazu. Das ist wieder durch dieselben Vektoren gegeben wie zuvor. Die liegen in der Ebene aufgespannt durch die Vektoren e1 und e2. Und die dritte Richtung der lokalen Orthonormalbasis ist einfach die EZ oder die E3-Richtung. Das heißt der Vektor 001 bezüglich dieser Basis. Zu beachten ist hier, dass jetzt der Betrag des Ortsvektors gegeben ist durch Rho Quadrat plus Z Quadrat und davon die Wurzel. Das ist Pythagoras. Und man muss aufpassen, die Richtung eρ zeigt in der Ebene vom Ursprung in Richtung des projizierten Punktes P auf die Ebene und ist deshalb nicht identisch mit der Richtung des Ortsvektors. Als Beispiel beschreiben wir diesmal die Bewegung eines Massenpunktes durch zeitabhängige Zylinderkoordinaten. Der Radius sei tatsächlich zeitunabhängig vom Wert r. Der Winkel Phi von t sei wieder linear in der Zeit, also Omega mal t, Omega die Winkelgeschwindigkeit. Und die Koordinate z sei ebenfalls linear in der Zeit, V mal t. Daraus ergibt sich dann dieser Ortsvektor in Komponenten dargestellt bezüglich dieser Standardbasis E1, E2, E3. Und dann sehen wir hier, dass wir in der E1, E2-Ebene haben wir eine Kreisbewegung vom Radius r und in der z-Komponente natürlich diese lineare Abhängigkeit von der Zeit t. Das heißt, wenn wir die Bahn auf die x1, x2-Ebene projizieren, haben wir hier diese Kreisbewegung und die vollständige Bahn wird dann durch diese Schraubenlinie beschrieben.
Hier ist nochmal das Koordinatennetz oder das genauer genommen das Koordinatengitter der Zylinderkoordinaten. Wir haben diese Linien parallel zur EZ oder E3-Achse. Da laufen wir lang, wenn wir nur die Z-Koordinate verändern. Wir laufen entlang dieser Kreise, wenn wir den Winkel Phi verändern. Und wir bewegen uns radial, wenn wir den Radius verändern. In diesem Abschnitt betrachten wir Kugelkoordinaten, die auch sphärische Koordinaten genannt werden. Wir wählen wieder einen Ursprung O, eine Ebene E2 und dazu senkrecht eine Polachse EZ. In der Ebene müssen wir auch wieder eine Richtung E0 auszeichnen. Ein Punkt hat jetzt drei Kugelkoordinaten, einmal der Radius R, das ist der Abstand zum Ursprung. Dann der Azimutwinkel Phi, das ist der Winkel, den die Projektion dieser Strecke in die E2-Ebene mit der Richtung E0 einschließt. Und als dritte Koordinate den Polarwinkel Theta, das ist der Winkel zwischen dieser Strecke und der Polachse EZ. Wenn wir einen Punkt mit solchen Kugelkoordinaten R, Phi und Theta gegeben haben, können wir wieder die kartesischen Koordinaten daraus bestimmen, bezüglich desselben Ursprungs und einer Basis E1, E2, E3, wobei E1 parallel zu E0 ist und E3 parallel zur Polachse EZ. Nehmen wir erst die Koordinate x3. Das ist die Projektion dieser Strecke auf die Polachse und deshalb gegeben durch R Cosinus Theta. Die Länge der Projektion dieser Strecke auf die Ebene E2 ist dann gegeben durch R mal Sinus Theta und das projiziert auf die Strecke E auf die Richtung E0 ist dann R Cosinus Phi Sinus Theta. Und die Projektion dieser Strecke auf die dazu senkrechte Richtung E2 ist dann R Sinus Theta, R Sinus Phi Sinus Theta. Wir erhalten dann den Ortsvektor dieses Punktes mit Polarkoordinaten R, Phi und Theta durch diesen Ausdruck. Dieser Vektor ist bezüglich dieser Basis durch diese Koordinaten gegeben. Das sind genau diese kartesischen Koordinaten. Die lokale Basis ist jetzt durch die Vektoren ER, Eθ und Eφ gegeben, wobei ER wieder parallel zum Ortsvektor liegen soll und deshalb ist sie, wie wir gerade gesehen haben, durch diesen Vektor gegeben mit diesen Komponenten. Eφ liegt senkrecht dazu und in der Richtung, in der der Punkt sich bewegt, wenn wir nur die Koordinate Φ verändern und ist deshalb durch diesen Vektor gegeben. Eθ steht senkrecht zu diesen beiden und liegt in der Richtung, in der sich dieser Punkt bewegt, wenn wir nur die Koordinate Theta verändern. Der ist dann durch diesen Ausdruck gegeben ist. Hier haben wir wieder den Fall, dass der Ortsvektor parallel zu ER liegt, also ist das der Radius R mal ER. Und der Betrag des Ortsvektors ist gleich dem Abstand zum Ursprung, also auch wieder der Radius. Als Beispiel schauen wir uns wieder einen bewegten Massenpunkt an, der diesmal durch zeitabhängige sphärische Koordinaten beschrieben wird. Der Radius sei wieder konstant, ebenso der Polarwinkel, aber der Azimutwinkel sei wieder linear von der Zeit abhängig mit der Winkelfrequenz Omega. Was wir dann halten, ist diese Bahn, denn das ist die Bahn mit konstantem Abstand zum Ursprung von R0 und sie schließt einen konstanten Winkel Theta0 mit der Polachse ein. Und die Projektion dieses Vektors in die E1, E2-Ebene beschreibt eine Kreisbewegung mit der Frequenz Omega.
Hier ist wieder das Koordinatengitter angedeutet, diesmal der sphärischen Koordinaten. Wir sehen hier, was passiert, wenn wir die Koordinate Theta verändern. Dann bewegen wir uns längs dieser Großkreise. Wenn wir den Azimutwinkel verändern, dann bewegen wir uns längs dieser Breitenkreise. Und bei Änderung des Radius bewegen wir uns radial nach außen.